Willkommen, Marius Ebert hier. Hier ist eine Prüfungsfrage, die wir uns vorstellen können in der mündlichen Prüfung. Sagen Sie mal, wovon ist denn eigentlich die Preispolitik eines Unternehmens abhängig? Wovon ist die Preispolitik eines Unternehmens abhängig? Eine sehr schöne offene Frage, W-Frage, eine W-Frage, die das Gespräch eröffnen kann, ja, die das Gespräch eröffnen kann und dem Prüfling jetzt viele Möglichkeiten gibt, diese Frage zu gestalten. Wovon ist also die Preispolitik abhängig? Nun, sie ist zunächst einmal abhängig von der generellen Strategie. Von der generellen Strategie des Unternehmens. Und vielleicht klären wir an dieser Stelle nochmal den Begriff Strategie. Strategie ist zielgerichteter Mitteleinsatz. Strategie ist zielgerichteter Mitteleinsatz. Das heißt, ich habe ein Ziel. Im Grunde hat man dann ein langfristiges Ziel, ein mittelfristiges und kurzfristige Ziele. Ja, dieser Begriff Strategie hat mehrere Dimensionen, strategisch, taktisch, operativ. Das ist die Frage des Zeitraums im Wesentlichen. Aber eine Strategie ist die Frage, wo will ich hin und mit welchen Mitteln erreiche ich das? Wie setze ich die Mittel, die ich habe, ein, um das zu erreichen, was ich will? Das ist die Strategie. Also die generelle, es hängt ab von der generellen Strategie des Unternehmens. Und aus dieser generellen Strategie des Unternehmens leitet sich natürlich ab auch die Preisstrategie des Unternehmens. Ja? Sodass man diesen Schlenker hier machen kann und zunächst mal generell Strategie erläutern. Man kann aber auch den Weg direkt gehen. Wenn man gefragt wird in der mündlichen Prüfung, wovon ist die Preispolitik abhängig eines Unternehmens, dann kann man sagen, no, die ist unter anderem abhängig von der Preisstrategie des Unternehmens. Wohl wissend, dass der Prüfer sagt, ja, interessant, richtig, genau. Was gibt es denn da für Preisstrategien? Ja, und dann sind wir hier. Und ehe wir hier weitermachen, nennen wir noch ein paar andere Dinge, wovon die Preispolitik abhängig ist. Sie ist natürlich abhängig von der Nachfrage. Na, es gibt eine gewisse Tendenz, wenn ganz viel Nachfrage ist, wenn die Leute einem das Produkt aus den Händen reißen praktisch, dass man dann vielleicht die Preise erhöht, ja, oder es auch gerade nicht macht, weil man den Markt durchdringen will, womit man wieder bei den Preisstrategien wären. Natürlich spielen die Kosten eine Rolle. Ja, es gibt eine kostenorientierte Preisfestsetzung. Es ist wesentlich, die Preispolitik ist wesentlich abhängig von den Preisen der Wettbewerber, die Branchenfreunde, na, Preise der Wettbewerber. Und Preispolitik kann, das ist je nach Branche unterschiedlich, auch abhängig sein von den gesetzlichen Vorschriften. Denken Sie an bestimmte Medikamente zum Beispiel. Da gibt es teilweise sehr strenge, gesetzliche Einschränkungen. Es gibt sogar Preisbindungen für Printerzeugnis, also für Druckerzeugnis, für Zeitungen und Zeitschriften und Bücher. Ja, da können Sie im Prinzip gar keine Preispolitik machen, weil es da eine Preisbindung gibt. Ja, also je nach Branche unterschiedlich, können wir hier aber allgemein nennen, weil der Prüfer auch nur allgemein gefragt hat. So, jetzt kann man hier natürlich weitermachen, nämlich Preisstrategie. Ja, man kann also direkt hier diesen Weg gehen und dann hier weitermachen. Wovon ist die Preispolitik eines Unternehmens abhängig? Nun, im Wesentlichen von der Preisstrategie des Unternehmens. Ja, interessant, was kennen Sie denn dafür? Können Sie mal ein paar nennen, ein paar Preisstrategien? Ja, gerne, Herr Prüfer. Natürlich können wir das. Wir wissen zum Beispiel, dass es gibt die Strategie der Penetration. Ich schreibe jetzt nicht immer Strategie dahinter, ne? Also Penetrationsstrategie. Ich schreibe jetzt nur noch Penetration.
Penetration heißt Durchdringung und gemeint ist hier die Marktdurchdringung. Das möchte man möglichst schnell und umfassend erreichen. Man zielt zunächst mal auf einen hohen Marktanteil und möchte also viele, viele Kunden erreichen. Die Strategie ist die Penetration. Das heißt, der Preis wird generell sehr, sehr niedrig sein. Möglicherweise sogar wird der Preis null sein. So etwas gibt es. Penetration. Das Gegenteil der Penetration ist Skimming, auf Deutsch Abschöpfung. Das macht man gerne, wenn man mit einer Innovation an den Markt geht. Man weiß, in 2-3 Jahren sind die Wettbewerber so weit, aber solange man diesen Innovationsvorsprung hat, quasi für einen bestimmten Zeitraum ein Monopolist ist, möchte man möglichst viel abschöpfen vom Markt. Das ist die Abschöpfungsstrategie. Denken Sie an die Einführung des iPhones, denken Sie an die Einführung des iPads. Ja, da war Apple vorneweg. Die wussten aber, in 2-3 Jahren spätestens sind die Wettbewerber auch so weit, die bauen das nach. Ne, bringen das dann in Massenproduktion. Das sind gewisse Dinge, die man natürlich dann machen muss in der Vorbereitung, bis man so eine Massenproduktion stehen hat. Aber in spätestens 1, 2, 3 Jahren sind die Wettbewerber auch da. Und in dieser Zwischenzeit möchte man abschöpfen. Also Penetration und das Gegenteil davon, Skimming. Abschöpfung nennt man also auch Skimming. Was nichts anderes ist als das englische Wort dafür. Skimming, die Abschöpfungsstrategie. Und es gibt die Strategie, jetzt schreibe ich doch nochmal Preis davor, die Preisdifferenzierung. Preisdifferenzierung heißt einfach, unterschiedliche Preise zu wählen. Und ich habe das in anderen Videos sicher mehr als einmal schon erklärt, deswegen hier nur ganz kurz. Preisdifferenzierung ist Preisunterscheidung und um zu unterscheiden, braucht man wieder Kriterien. Und diese Kriterien können sein räumlich. Man nimmt im Norden Deutschlands andere Preise als im Süden Deutschlands oder in Land A andere Preise als in Land B. Sehr, sehr verbreitet diese Strategie. Diese Preisdifferenzierung kann zeitlich sein, also räumlich zeitlich. Man nimmt morgens andere Preise als abends oder denken Sie an die Benzinpreise, ja, kurz vorm Wochenende andere Preise als am Montag oder wie auch immer. Räumlich, zeitlich, sie können aber auch personell sein. Ein Rentner oder ein Schüler oder ein Kind bis 12 Jahre, wie auch immer, zahlt einen anderen Preis als ein Erwachsener, ja, Kinder für die Hälfte, Erwachsene zahlen den vollen Preis, Kinder die Hälfte, wie auch immer. Das ist eine personelle Preisdifferenzierung, das heißt, Kriterium ist hier der Kunde selber. Ja, räumlich, zeitlich, personell. Man kann das jetzt noch ein bisschen ausweiten, aber das sind die wesentlichen Strategien der Preisdifferenzierung. So, worum geht's hier? Es geht darum, mal wieder zu zeigen, wie man sich die Frage in der mündlichen, vor allem in der mündlichen Prüfung, das kann auch in der schriftlichen Prüfung kommen hier, aber vor allem in der mündlichen Prüfung die Frage zurechtlegen muss und wie man dann sehr viel daraus machen kann. Und der Prüfer wird staunen, wenn man das einmal verstanden hat, dass der Schlüssel nicht das Lernen von Detailwissen ist, sondern die Struktur. Und aus der Struktur kann man immer wieder Lösungen generieren. Man hätte auch noch einen anderen Weg gehen können. Wovon ist die Preispolitik abhängig? Ja, ich habe einmal gesagt, man kann sagen, die generelle Strategie, dann kann man kurz erläutern, was Strategie ist und dann kann man überleiten zur Preisstrategie, man kann aber auch den Weg direkt gehen und sagen, es hängt ab von der Preisstrategie, dann kann man verschiedene Strategien hier erläutern. Oder aber es ist auch davon abhängig, wie in der Branche die Preise festgesetzt werden. Und das steckt in anderen Ästen hier von dieser Mindmap. Ja? Preise kann man festsetzen, nachfrageorientiert. Was ist der Kunde bereit zu zahlen? Man kann sie festlegen, kostenorientiert. Und man kann sie wettbewerbsorientiert festlegen.
Auch das könnte eine Art sein, wie man mit der Frage umgeht. Wovon ist die Preispolitik abhängig? Sie ist abhängig von der Art der Preisfestsetzung. Ja? Und dann kommt der nächste Schritt. Ja, welche Arten gibt es denn, Preise festzusetzen? Wettbewerbsorientiert, kostenorientiert und nachfrageorientiert. Ja, ich habe das jetzt in Abkürzung nochmal, weil ich gerade ausführlich erläutert habe, hier nochmal festgehalten. Ne? Hier haben Sie es, Wettbewerber, Kosten und nachfrageorientiert. Auch diesen Weg kann man gehen. Ja? Okay, das soll zur Demonstration genügen. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.